Hallo Familie Peetz, schön euch noch einmal zu sehen. Es ist der Abschluss unserer sehr interessanten Endspielserie und danke Thomas, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, hier einmal mitzuwirken. Thomas, willst du uns das ein bisschen erklären? Ellie weiß eigentlich, glaube ich, auch noch nicht die Aufgaben so richtig, oder? Doch, es ist der Springerbauer und Ziel ist es, wieder so eine Art Gefängnisstellung zu kreieren. Okay. Im Endeffekt das Gleiche, was die letzten ein, zwei Wochen gemacht wurde, nur der Bauer steht halt nicht auf der F-Linie oder irgendwo, wo er vorher bei euch beiden stand, sondern steht jetzt auch auf der G-Linie. Also es ist der Springerbauer. Also okay. Wir fangen mit dem etwas leichteren Endspieltyp an, also der Springerbauer. Das sollte der Arne auch rauskriegen. Nachher wechseln wir zum Mittelbauern. Das ist ein bisschen schwieriger, anspruchsvoller. Ja, da brauchen wir auch länger. Ja, du siehst jetzt, Arne, dass den Endspieltyp Springerbauer und Turm gegen König und Läufer. Und Weiß ist am Zug. Und du kannst mal raten oder überlegen, was du hier ziehen möchtest. Du hast den Vorteil, dass du bereits weißt, dass du eine Gefängnisstellung, sprich eine Gegenüberstellung mit beider Könige erreichen musst, um wieder das gleiche Schema F, was du in den letzten Beispielen gesehen hast, durchzuziehen. Gut, ihr Lieben daheim, schaut es euch auch einmal an, stoppt dieses Video, wenn ihr mal ein bisschen selber miträtseln möchtet. Und ich kann euch wirklich empfehlen, unsere vorigen zwei Videos auch anzugucken. Nicht nur das, auch bei der Chessbase-Nachrichtenseite sind alle Beispiele aufgelistet. Die solltet ihr euch in den Folder laden. Da gibt es sogar noch ein paar Beispielpartien mit Botwinnig zum Beispiel. Und da könnt ihr dran rumwerken und rumkreieren, wie ihr lustig seid, denn das ist essentielles, wichtiges Wissen fürs Endspiel. Ich habe schon einiges gelernt, so, und jetzt versuchen wir mal wieder diese Gefängnisstellung hinzubekommen. Also, wie kriegen wir das am besten hin? Der Läufer muss wieder irgendwo hin, wo er nicht stört, weil unseren König kriegen wir ansonsten weder zu H6 noch zu F6. Und ich glaube, wir müssen dazu unseren Turm vielleicht wieder einschalten und ich würde einfach, oh, da kommen Gesichtsausdrücke von der Familie Peetz, die sehen. Du möchtest eine Gegenüberstellung beider Könige erreichen, Arne, das richtig. Heißt, du möchtest theoretisch, dass der König irgendwann mal auf G6 steht. Ja, nur wie kriege ich das bloß hin? Naja, ah, der steht okay. Gerade auf G6. Oh, es ist so einfach. Oh, da hätte ich noch lange, lange, lange dran gesessen. Das muss ich dazu sagen. Das ist schon einfach, Arne, aber der zweite Zug, da bin ich auch mal gespannt, ob sie den auch so schnell rauskriegt. Ja, meinst du? Also gut. Zug. Was machen wir nach G7? Ach so, okay, der zweite Zug, verstehe, weil der König, der Läufer muss ja gar nicht nehmen, sonst ist sofort verloren, klar. Genau, dann nämlich nach Läuferschlick G7 haben wir wieder die berühmte Gefängnisstellung und die ist relativ einfach. Aufgrund dessen, dass jetzt der falsche Eckläufer hier in dem Moment logischerweise verliert. Das heißt, so ein Trick funktioniert nicht aufgrund dessen, dass es noch ein Extrafeld gibt und dieser Zugzwang dann logischerweise zum Matt führt. Es gibt noch einen Patrick, den kannst du mal zeigen, wenn der schwarze König nach H8 geht. Jetzt? Also jetzt macht schwarz König H8. Dann darf man natürlich nicht den Läufer nehmen. Machen. Dann ist Patt. Man macht jetzt einfach Turm auf die 8. Reihe und gibt Schach und dann wird es matt. Genau, und alle anderen Läuferzüge sind relativ einfach zu sehen. Zum Beispiel Läufer E5 verliert wegen Turm E7, würde ich jetzt meinen. Richtig. Läufer D4 sollte verlieren wegen Turm B8 matt. Richtig. Und ja, sonst gibt es hier eigentlich keine Züge. Das bedeutet, hier natürlich versucht Schwarz sich zu verteidigen. Und wie macht er das, Arne? Nun, wir gehen mit dem König zu H7, nehme ich an. Genau. Jetzt kommt eigentlich die Schwierigkeit in diesem Endspieltyp Springerbauer. Ja, jetzt musst du überlegen, denk an die Gefängnisstellung wieder. Also ich muss einmal kurz ausrechnen, ob es überhaupt funktionieren würde, die Dame umzuwandeln jetzt oder ob das doch ins Remis reinrasselt. Also wenn ich die Dame nehmen würde, würde der König zurückgehen, dann gehe ich mit dem König zu G6 und dann könnte wohl der Läufer zu... Nein, Weiß, Oppositionsstellung ist immer verloren, also er muss den König ziehen. Oh, also, das ist ja richtig. Wo geht der König hin, wenn er auf G8 steht? Verstehe, dann geht er zu F8.
Und es ist keine Gefängnisstellung mehr, sondern es ist ein gelungener Ausbruch Ja, sozusagen. nicht gut. Das wollen wir nicht haben. Nein. Das heißt, das Problem an deiner Variantenberechnung ist der Zug König F8. Ich zeige das nochmal bildlich für alle Zuschauer. Hier haben wir keine Gefängnisstellung mehr, weil der König in der Lage ist, über F8 auszubrechen. Dieser Logik nach, Arne, führt uns das zu welchem Zug, wenn das Problem König F8 in dem besagten Moment ist? Ich würde sagen, Turm F7. Sehr Sehr gut, gut. Arne, sehr Das gut. ist ja echt interessant. Das sieht ja Große total, sieht wirklich super komisch aus, aber ist echt interessant, sehr faszinierend. Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Züge, gut, es gibt mehrere Züge, aber unsere Drohung ist relativ einfach. Wir wollen G8 und König G6 machen. Das ist unsere Drohung, die auf jeden Fall immer zum Sieg führt, weil wir dann die sogenannte berühmte Gefängnisstellung bekommen. Wir können anfangen mit dem logischen Zug, Läufer schlägt G7. Was machen wir jetzt, Arne? Ich würde fast sagen, gut, es gibt zwei Varianten, entweder ein Turmzug auf der gleichen Linie oder ein Königszug zu G5. Und ich glaube, der Königszug zu G5 sieht mir richtiger aus. Es Es gewinnt gibt wahrscheinlich. wahrscheinlich sechs Züge. Du kannst mit Ah. dem Turm Abwartezug machen auf der siebten Okay, Reihe. wäre alles richtig Ja, gewesen. Interessant. oder König G5, den würde ich auch machen. Und Der ist einfach der ja. logischste, weil du einfach den König zwingst, jetzt nach G8 oder H8 zu gehen und egal wie es kommt, kommt Jetzt König kannst du G6 und du schaffst dein Ziel. gedanklich aufhören, weil du weißt, das ist eine Gewinnstellung. Das ist manchmal wichtig in der Variantenberechnung, wenn du dann sagst zu dir selber, na, das ist dann gewonnen. Okay, Und cool. wenn zum Beispiel, was gibt es noch als Beispiel? Eigentlich gibt es hier gar nicht so viele Doch, er Beispiele. könnte König G8 G8 spielen, machen, ja. aber dann Dann kommt König König G6 G6. und es gibt kein Patrick, weil der Läufer nicht sich Der irgendwie clever Läufer könnte machen jetzt, könnte. sagen wir mal, nach F6, aber dann nimmst du mit dem Turm nicht weg, dann machst du natürlich Turm F8 matt, gell. Oder mach bitte mal Läufer B4 vielleicht noch, aber Genau, dann, B4 ja, gibt es noch mal ein paar B4. Verzögerungszüge. Dann greifst du den, ja, es geht sogar Turm C7 einfach. Ich würde auf Ja, ein weißes Feld gehen, weil ja. das der Läufer Und nicht dann denken ist kann. die Partie leicht gewonnen. Ja. Du hast Schön. gesehen, Arne, dass, wie ich dir schon gesagt habe, Sprengerbauer ist für dich auch keine Hürde gewesen, relativ leicht. Wir haben auch dazu noch ein Beispiel gefunden, Okay. das würde ich gerne mal angucken, und zwar der ganz große Endspiel. Fuchs, wer war das? Tvoretzky. Mit Toretzky, Oder richtig. Carsten Müller. Naja, okay. Aber da reden wir natürlich nicht von war, sondern er ist es immer Da noch. Immer noch. hast du recht, da hast du recht. So, wir wollen mal die ersten paar Züge, die spielen jetzt immer keine Rolle. Wir ziehen einfach mal bis zum entscheidenden Blick, bis zur entscheidenden Stellung. Elisabeth, führe mal die Züge bitte Ah, aus, okay, wie sie gut. kommen ist. Also Ist ja leider doch. ist Weiß jetzt nicht am Zug. Schade. Nee, sonst wäre es natürlich Das wäre einfacher. sehr, Aber das sonst wäre ein wäre es sehr Müller-Hansen. einfaches Rätsel gewesen. Ja, das ist aber jetzt nicht Thema unserer heutigen Aufgabensache. Das heißt, hier hat eigentlich Schwarz zwei Verteidigungszüge gegen G4 und es ist klar, dass der Zug selber G4 eigentlich dem Weißen in die Hände spielt, aufgrund dessen, dass ich jetzt König F4 habe und das Ganze geht noch schneller vonstatten, weil ich wieder eine Gefängnisstellung kreiere. Nur diesmal ist sie etwas unangenehmer. Und von der Seite witzigerweise auch, ja. Und von der Seite. Deswegen ist Läufer H3 hier schon der etwas genauere Zug. Wir bedienen uns auf H6, Läufer D7 zum Beispiel. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Jagd, aber ein bisschen lavieren ist auf jeden Fall So, nicht jetzt verkehrt. vielleicht ganz kurz zu dieser Stellung. Also, wenn Weiß gewinnen will, muss er versuchen, diesen Sprengerbauer zu erobern, den Bauern auf G5. Gell? Ja, und dann, das heißt, er hat eigentlich nur eine Chance, er muss rumlaufen um den schwarzen König. Aber So, ja. das Problem ist natürlich da, aber das muss man wahrscheinlich dann einfach mit einkalkulieren. Man wird seinen eigenen Bauern wohl auch verlieren, oder? Naja, erstmal ist ja Weiß am Zug. Weiß greift den Läufer erstmal. Von der, das kam ein Ja, paar Hin- und sogar. Herzüge. Jetzt passt er eben auf, dass der König nicht auf Aha. die vierte Reihe kommt und den G-Bauern angreift. Aha. Und jetzt danach wird der Weiße um den Bauern rumlaufen, um den Schwarzen. Ja, zieh mal weiter. Das ist noch nicht so interessant. Ja, aber das Weiter. ist ja echt witzig auch wieder.
Sollte man auch mal sehen, wie das. Man sollte einfach jegliches ja. Gegenspiel allgemein in gewonnenen Stellungen oder in besseren Stellungen vermeiden. Und das ist natürlich das einzige Gegenspiel, ist mit König G4 verankert. Deswegen ist es ganz klar, dass wir den König abschnibbeln und um unseren Turm herum marschieren. Und wenn der Schwarze mal selber G4 spielt, dann kommt irgendwann mal ein gewonnenes Bauern ins Spiel. Mach mal einen Zug zurück wieder. Also wenn jetzt der Schwarze angenommen mal G4 spielt, dann kommt, ich sag's nur beim Kopf an, dann wird der weiße König nach F4 kommen und dann kommt irgendwann mal Turm G5 Schach. Ist aber noch nicht so einfach. Musst im richtigen Zeitpunkt, musst du den Bauern G4 nehmen. Wenn du dann zu früh den Bauern auf G4 nimmst und Schwarz schafft die Opposition, König G6, dann ist natürlich eine Remisstellung. Aber diese Stellung, die ist gewonnen. Man kann den König, ich glaube, sogar auf die 7. Reihe abstimmen. Mach einfach mal jetzt Turm D5 Schach zum Beispiel. Ja. König Und jetzt G6. läuft der König E5. Genau, irgendwann kommt Ja, danach F4, das ist jetzt macht die Sache. wieder Schach, Oh, König das F. ist keine gute Idee, König E4. Nee, das war ein Schach, Arne, das Oh, war alles ein Entschuldigung, Entschuldigung, Schach. Entschuldigung. So, und jetzt kommt irgendwann, Also jetzt natürlich Turm G5 und Turm schlägt G4 an der Stelle wird nichts bringen, weil das dann logischerweise die Remisstellung ist. Das heißt, wir müssen das schon ein bisschen cleverer anstellen. Ich hätte auch eine Idee, wie wir das machen, okay, aber. sag's mal. Also meine Idee wäre, den König irgendwie nach F6 zu kriegen und dann von unten den Ja, sehr Abschneidepräsidenten gut. zu Dann versuchen. muss er nämlich meinen Hervorragend. König H7 machen. Richtig. Und dann Das kriegst du heißt, den. Ja. wir laufen wieder auf die gleiche Art und Weise drumherum, ja, Ja. bis wir das irgendwann bewerkstelligt haben. Wir machen das meist im Ja. Schnelldurchlauf und irgendwann ist dann der Moment, das ist gar nicht so einfach, muss ich an der Stelle sagen. Aber nee, vielleicht ist egal. Machen wir Turm B5 zum Beispiel. Ja. Dann irgendwann So, kommt und der dann, Läufer in ja. Zugzwang und dann bist du gezwungen, praktisch jetzt bist du schon Ist das gezwungen. schon ein Zugzwang? Noch nicht ganz, du hast noch Läufer F5. Aber dann spätestens Aber nach. jetzt machst du Schach und dann König F7. Mach bitte mal. Das kann ja auch gleich, ne? Ja, der Läufer muss Der ziehen. Läufer muss ziehen. So, jetzt Wir gehst machen du das da. auch. War es eine König Ich G7? schalte den Läufer wieder ein, Turm Ah, D6. okay. Also, Turm E6 geht jetzt nicht. Aufpassen. Was ist mit König G7 geht nicht, weil der König dann zu F5 geht, ne? Ich denke, Turm A6. Mach mal Turm A6. Nummer 6, ja. Nö, nö, sind alles in Ordnung so. Alles, naja. Irgendwann kommt das Schach und danach ist Ja, König wir F6. machen mal trotz Mach's einfach mal das. irgendwie. Der Schach geht, okay, König G7, das muss er aufpassen. Ja, dann ist sofort. Naja, dann ist es praktisch sofort. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwas anderes machen, aber der ist ja schon fast in der Ja, Mattstellung. eine Mattstellung muss er auf, ja. Ja, gut, aber wie gesagt, die Idee ist auf jeden Fall, den König nach F6 zu kriegen oder man versucht eben so eine Art Gefängnisstellung andersweitig Also, hinzubekommen. weißer König muss auf F6 stehen, schwarzer König auf H6 und du musst auf die 8. Reihe, droht matt. Und wenn er dann König H7 macht, machst du dann König G5 und dann Genau. machst du auf der 7. Reihe wieder Schach und dann muss der König auf die 8. Reihe, auf die Also, 8. um es mal zu zeigen, wir Ja. werden irgendwann dann genau So. so eine Stellung haben, wo der Turm von unten her droht. Du musst nach H7 gehen, um das matt zu verhindern, Und und dann dann kommt kommt König. König G5 und dann schaffst du es, das Dann Feld. musst du noch Turms auf die 7. Reihe Schach geben, damit der König dann auf der 8. Reihe Zum Beispiel steht. König G7, König H7, König König G5. G5, der zieht irgendwo hin, Okay. dann gibt es das Schach. Und danach Ja. bereitest du, gut, geh mal davon aus, dass der gedeckt ist, aber das ist Ja. egal. Wir würden dann das Opfer machen können, weil wir dann in der Opposition keine Probleme bekommen. Gut, das haben wir jetzt Donnerwetter. schnell im Schlaf gemacht, Das ja. ist wirklich. Nee, ich glaube, ich bin ganz gut mitbekommen. Also man hat das schon ganz gut verstanden. Ich glaube, ihr zu Hause auch. Aber das ist wirklich tückisch, dass man aus so einer Position, so einer Stellung heraus seinen Turm opfern muss. Es gibt keine andere Möglichkeit, um dadurch den Gewinn zu erzwingen. Interessant. Gut, aber wichtig ist, dass man erst dann sozusagen, ich mache mal ein paar Nullzüge, den Turm opfert, wenn der König eben nicht rechtzeitig hier Jetzt mir, kommt König. jetzt ist es zum Beispiel wieder nicht möglich. Also es ist nicht so trivial, aber man kriegt Aber es hin. man kann König F6 machen, Turm G7. König F6, Turm G7, Geht genau. das? Und jetzt kann er Nee. gar nicht nach H8 wegen der Gefängnisstellung, er müsste hier hin. So, jetzt geht Turm G5. Kannst du deines Zugzwang bis jetzt? Turm G, ja gut, nach Turm G5 kann ich, dann kann ich Nee, noch Läufer E2 machen. warte. Aber nee, dann kann ich matt ruhen.
Wie kann ich Matt rundherum D5 ruhig Matt? Du kannst nicht nach. König G8. Und dann wollte ich den spielen, aber es bringt nichts, ne? König G8. Ich hab's mal gekonnt. Damals. Damals vor langer, langer Zeit. Aber einfach ist es nicht, muss Nee, man an der Stelle tatsächlich nicht. Aber was wichtig ist, das Wichtigste ist, es gibt ein System, das habt ihr genannt, der König muss herumlaufen, dann muss er nochmal herumlaufen mit einer Mattdrohung. Und das, wenn man dieses System im Kopf hat, dann kann man das auch selber am Brett herausbekommen. Es ist so, wie ach, ich du das weiß System nicht. mit Ja. Springer-Läufer matt erzählst. Und klar, ich habe es schon wieder vergessen, aber die Grundgedanken davon habe ich noch im Kopf. Das heißt, man könnte es am Brett, wenn man genug Zeit hat, auch selber herausbekommen. Gehen wir wieder zurück zur Partiestellung mit Läufer C8, wo der König erstmal drumher rumläuft. Das hatten wir bereits erwähnt. Und dann hier natürlich kann man G4 machen und dann sind wir wieder in unserem Thema, was wir vorher hatten. Aber das lassen wir jetzt erstmal unerwähnt. Der Gewinnplan ist klar, an einer Stelle den G4 zu nehmen, ohne dass die Opposition uns ins Remis führt. Das ist der Gewinnplan, um den König nach F6 zu kriegen. So, deswegen kümmern wir uns hier um Läufer F5, das kam in der Partie. Und nun Turm C4, Läufer H3, König E5, Läufer D7, König F6. Ist eigentlich im Endeffekt genau das gleiche Prinzip. Hier nach Turm C5 gewinnst du dann erst einmal den Bauern, Aber noch nicht die Partie. aber noch lange nicht die Partie. So, jetzt muss, hat der Schwarze, ja gut, er muss jetzt eigentlich König G4 machen. Ist auch der Denn richtige Zug. nach König H6 begibst du dich freiwillig in der Gefängnisstellung, die eigentlich mehr oder weniger schon Ja, verloren ist. weil der Sprengerbauer hier auf der dritten Reihe ist, ist es Eigentlich eigentlich ganz einfach, ja. ziemlich einfach, ne? Gut, jetzt gehen wir wieder. Deswegen König G4. Geben wir Turm trotzdem einen Schach natürlich. Ja. König F3. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, Läufer G4 zu verhindern. Ah, wie machen Läufer wir das? G4 zu verhindern. Uff. Ja, so richtig verhindern kannst du das nicht. Er muss versuchen, den König jetzt irgendwie in die Ecke zu treiben. Das hat er Genau, aber, zu H4, ne? der Weiße hat jetzt gemacht, König E5. Ja, es gibt keine anderen Wir Züge. können Läufer G4 nicht verhindern. Das heißt, wir müssen gucken, dass in dem Moment, wo hier genommen wird, wir wieder so eine Art Gefängnisstellung kriegen. Das ist das Ziel, ja. Läufer G4, König E3 Jetzt hier und dran. König E3. Jetzt haben wir wieder, sind wir nah an einer Gefängnisstellung dran, denn das Problem ist einfach, der König muss jetzt entweder nach H4 oder nach H3 Und nach Antwortmöglichkeiten nutzen. H4 darf er nicht, das weißt du ja, wegen König F4, wegen Genau, dann diesem. haben wir wieder das Gleiche, nur mit geografisch anderen Koordinaten, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, nur eben ein bisschen muss man so um die Ecke gucken, aber sonst würde sich daran nichts ändern, denn jetzt, wenn der Läufer zieht, können wir den wieder beliebig angreifen und setzen. Ne? Also deswegen muss König Jetzt H3 kommen. halte bitte an. Jetzt spielte der Weiße König F4, auch logischer Zug. Und jetzt halten wir mal die Stellung an nach König F4 und Arndt, sage ich schon. Arne, du darfst jetzt auch mal überlegen. Es gibt im Prinzip jetzt ja, zwei Diagonalen, die du halten musst. Entweder die lange Diagonale bis nach C8 oder die kurze Diagonale nach D1. Jetzt frage ich dich, darfst du jetzt überlegen, welcher Zug ist der richtige? Also sprich, entweder den Läufer auf dieser Diagonale zu belassen oder auf dieser Diagonale zu belassen. Das sind die zwei Optionen. Wow. 50-prozentige Möglichkeit hier richtig zu spielen oder Der fehlzugreifen. große Meister hat das falsch gemacht. Und ich denke, er wird sich später so geärgert haben, dass er dann wirklich Endspielbücher geschrieben hat. Auch, ja, das vermute ich schon. Er hat sich bestimmt sehr geärgert Das war der darüber. Ausschlag, meinst du? Auch Das könnte könnte sein. sein. So, Gut. wir müssen mal den Arthur fragen, vielleicht weiß er das besser. Arthur ist super. So, wir gehen Also, ich dann lassen. überlege gerade, auch ihr daheim könnt natürlich wieder das Video ausmachen. Ich überlege nur einen ganz kleinen Augenblick. Ich würde sagen, es ist der Läufer sollte auf der langen Diagonale bleiben. Ich glaube, auf der kurzen zu D1 kann er zwar. Aber wenn ich nochmal überlege, wenn ich nochmal überlege, ist es genau andersrum. Ja,
Hast es auf mein Gesicht gehabt? Wie gut, dass es eure Gesichter gibt, die mir weiterhelfen hier. Habe ich auch so komische Punkte, Ihr habt ist das? beide kurz einen Schmerz in den Rippen gespürt, weil wenn ich falsche Züge sage, dann tut es immer bei euch ein bisschen weh, leider. Es tut mir leid. Gut, also. Also im Endeffekt, weißt du, wie man darauf kommt? Eigentlich müsstest du von meinem Vater bereits in irgendeiner dieser 2 Stunden gesehen haben, welche Technik es gibt, den König eventuell in diese Ecke zu hieven. Denn es ist klar, der Läufer zieht und wir geben einen Schach. Ne? Und dann kann der König logischerweise nie in die Opposition, weil das Schema F ist ja bekannt. Das heißt, der König muss nach da. Und um diesen König dann dort drinnen zu belassen, wollen wir unseren König nach G3 hieven. Dafür brauchen wir aber ein bestimmtes Feld. Nach F2. Und F2, ne? dieses, Ja. ja, nach F2 hieven. Und das heißt, wir brauchen das Feld F3. Und das wiederum bringt uns Ah. zu dem Schluss, dass der Läufer ganz dringend dieses Feld decken muss. Ups. Denn jetzt Okay. nach Schach, König H2, können wir nicht in unsere Gefängnisstellung mehr kommen, weil das Feld nicht zur Verfügung Und steht. das Und ist jetzt natürlich. muss Ja. Natürlich einmal nachfragen, was wäre denn, wenn der Läufer zu C8 gezogen hätte? Hat er ja Ja, gezogen. hat er gezogen. Und danach Ach, hat er gezogen sogar. natürlich kommt Und ein Schach, jetzt König sieht. H2, und jetzt bin ich in meiner Gefängnisstellung. Ah, das heißt, Läufer B7 bringt den König zu F2 und wir sind schon dabei. Genau, den Rest, den Genau. wissen wir jetzt. Ja. Interessant. Gefängnisstellung bedeutet in gleichermaßen, dass er den falschen Eckläufer hat. Ja. Feld H1, also weißer Läufer. Das bedeutet allerdings auch, wenn es der richtige Läufer wäre, dann müssten wir versuchen, den König auf die andere Seite zu hieven. Nur noch mal kurz nebenbei. Richtig, aber das ist unmöglich normalerweise. Okay. Simon stellt sich ganz doof an. Ja, Huh! noch ganz kurz, geht bitte mal zurück. Der Doretzky hätte noch einfacher spielen können, hätte sich auf sowas gar nicht einlassen sollen. Zieh mal einfach ein paar Züge zurück, Elisabeth, bevor dem Bauern G3, ja, das war schon die Stellung. So, in dieser Stellung ist interessanterweise das Schlagen ist auch Remis. Man muss dann nur wissen, wo geht der Läufer hin, auf die kurze oder lange Diagonale. Der einfache Zug wäre hier auch, spiele einfach Läufer H3. Ich schlage den Ich Bauern warte ab. ab, bis du nach E1 gehst und danach zum Das Beispiel mache ich auch. König D3. Jetzt kann ich sogar nach F5 gehen Ja, und richtig. nach König D2. Dann mache ich Läufer G4. Denn jetzt nach König E1 schlage ich weg und du kommst nicht nach E3. Das heißt, ich muss so spielen, dass wenn der König nach E1 geht, ich schlagen kann. Das wäre Verstehe. noch viel einfacher gewesen. Da hätte Wow. ich Und so hat das drauf ankommen lassen und ist gescheitert kläglich und hat die falsche Diagonale gewählt. Es ist nicht zu fassen, wie intensiv Endspiele sein können. Immer wieder faszinierend. Man glaubt es nicht. Tja. Naja. Gut. Wahnsinn. Leute. Jetzt, ja, wir wollten jetzt, schaffen wir das noch, Arne, Ja, mit wir schaffen dem. es noch. Ein Beispiel haben wir jetzt noch. Let's go. Wir müssen das machen, sonst kriegen wir die Serie nicht zu Ende, deswegen. Ich glaube, Okay, wenn wir diese Serie wirklich intensiv machen würden, würde das einige Jährchen beanspruchen. Vielleicht nicht. Vielleicht übertreibe ich ich. gebe mal einen Tipp an Carsten Müller, der soll einfach mal ein Buch drüber schreiben, weil es gibt auch, ich habe noch kein Endspielbuch diesbezüglich gesehen, wo Hast dieses du nicht? Endspiel Ich abgehalten bin mir fast sicher, ich will es nicht beschreien, vielleicht wisst ihr wird. das daheim, ihr Zuschauer. Carsten Müller hat doch eine unglaublich lange Endspielserie gemacht, mindestens 10 bis 20 Titel, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, er hat einmal die Endspiele mit Springern, mit Läufern, mit Türmen, Türmen gegen Springer, Türme gegen Läufer und sowas alles. Also, wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube, so speziell, weil das So speziell vielleicht nicht. Endspiel war so vielseitig. Ich habe noch kein Buch gesehen, also Ich Markus. muss ihn mal fragen. Ich werde ihn fragen. Steht auf der Liste. Es ist der Mittelbauer, wie gesagt, dummerweise schon auf der sechsten Reihe. Wenn er auf der Nein, Reihe wäre, dann würde ihr ich wisst König doch. G6 machen. Und dann wäre die Partie leicht gewonnen, gell? Wenn der König vor den Bauern kommt. Aber durch einen Schlagwechsel ist das irgendwann was passiert, dass der Bauer auf der sechsten Reihe steht. Ja, Arne, es gibt hier 2 Verteidigungsdiagonalen. Es geht ja bei diesem Endspieltyp immer um eine Verteidigungsdiagonale. Ja. Der Läufer muss entgegengesetzt die andere Farbe haben vom weißen Bauern.
Weißer Bauer steht schwarz, also muss ich den weißfeldigen Läufer haben. Und es gibt zwei Verteidigungsdiagonalen. Die eine Diagonale heißt A4, E8 und die andere heißt H3, C8. Das Ziel von Weiß ist es, er muss versuchen, den Läufer geschickt anzugreifen und dann mit König vielleicht noch nachhelfen, dass der Läufer nicht die Diagonale besetzen kann. Das heißt, wenn der Läufer irgendwann mal auf D7 kommt oder auf E8, dann ist es immer leicht gewonnen. Dann mache ich immer einen Turm auf die Grundreihe, ja, und schlage den Läufer und gewinne das Bauernendspiel. Also nur als Beispiel, wir denken uns mal Läufer D7, dann mache ich Turm G8 Schach und nehme den Läufer. Oder wenn der Läufer auf E8 steht, ist dasselbe, machen wir auch Turm G8, König D7, Turm schlägt Läufer, König schlägt Läufer, König E6, gewonnenes Bauernendspiel. So, das ist das Ziel. Ja, das ist mit einer der schwierigsten Endspieltypen. Das andere Ziel übrigens, Arne, ist, den König entweder hierhin oder dahin zu bekommen, ohne dass ein Schach möglich ist. Ja, das, wenn du das schaffst, gewinnst du natürlich auch. Das heißt, wir fahren hier mehrgleisig. Und weißt du, was die ganz traurige Nachricht ist, Arne? Oh nein, was ist das? Sag's mir schonend. Nein, wer hätte das gedacht? Naja gut, aber hier ist das Problem, wenn wir das Gleiche in grün machen, hat er einfach ein bisschen zu viel Platz. Ja, ja, sagst du König E6 vielleicht. Und jetzt darfst du natürlich nicht Schach machen, Läufer B3. Jetzt musst du natürlich Läufer A4. Das war wie bei den Läuferbauern bei Botvinnik. Da darf er ja auch keinen Schach machen. Aber jetzt machst du Läufer A4 und trinkst einen Tee, wartest, bis der König auf E7 steht und dann nimmst du den Bauern einfach weg. Und trinkst den Tee aus. Und trinkst den Tee aus, genau. Richtig. Also das funktioniert leider nicht. Wir müssen das etwas cleverer anstellen. Es ist nicht so einfach. Ja, du kannst das auch aus dem ersten Zug mal selber vorschlagen. Okay, also letzte Aufgabe hier für euch, für heute. Ne? Stoppen, nachdenken, Gehirn benutzen. Ich probiere es auch mal. Gelingt mir nicht immer leider, wie ihr ja wisst. So, dann würde ich einmal, ja, ich muss irgendwie, ich habe leider gar kein richtiges System hier gerade, aber wie wäre es, wenn wir wieder was ganz Verrücktes probieren, zum Beispiel Turm E7. Ich würde damit den König versuchen, auf die andere Seite zu drängen, mit meinem König rüberzulaufen und dann den Turm wieder auf der E-Linie benutzen, um den Läufer anzugreifen. Arne, wir hatten doch gesagt, das Ziel ist, klang so gut, den König nach E6 zu bekommen, ohne dass ein Schach geht. Das heißt, wenn wir den sofort machen, kommt Läufer B3 Schach. Deswegen im Zweifelsfall immer erstmal den Läufer angreifen. Na gut, Turm G1 halt dann. Genau, okay. Das kann nicht falsch sein, denn im Endeffekt auch von der praktischen Komponente her ist es doch schlau, den Gegner dazu zu bringen, einen Fehler zu machen, wenn er das vielleicht zum Beispiel gar nicht checkt, dass er einen Schach immer parat haben muss, sobald der König beispielsweise nach E6 geht. Okay, gut. Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn es immer mal wieder irgendwie in der Blitzpartie sogar einen Turm gegen Läufer gibt, einen Läufer anzugreifen, häufiger ist gar nicht so einfach zu verteidigen, denke ich. So, wo geht Schwarz denn jetzt hin? Es hat der Läufer natürlich viele, viele Felder. Ja. Wir fangen mal an mit dem Feld E2, würde ich sagen. Läufer E2. Okay, dann okay. Turm E1. Daran, ne? Was die Elisabeth gesagt hat, eventuell irgendwann unseren König nach E6. Gut, oder? Genau. Also wir müssen quasi den Läufer müssen wir wegkriegen von der Diagonale. Ja, also von dieser Diagonale. Das waren ja die eingezeichneten Pfeile. Ja, ich glaube, ich würde erstmal weiter versuchen, den Läufer anzugreifen, denn noch kann er ja zu G4, jetzt gerade nicht, aber er könnte zu C4. Gut, das ist ein bisschen kompliziert. Einfacher ist, du musst den Gedanken in jeder Zugfolge mal prüfen, dass du den Bauern, den Weißen nach D7 bringst und vielleicht gewinnst du schon mit König E6. Nee. Dann prüfe mal einfach Turm G8 Schach zum Beispiel. Kannst du auch mal Schach machen. Turm G7 Schach. Und prüfe mal D7. Denn jetzt sehen wir zum Beispiel, dass ein Fluchtweg durch die Gegenüberstellung zwischen König und Läufer, wenn der König sozusagen versucht, in die eine Richtung zu fliehen, ja,
wir reden jetzt von der Stellung, nicht mehr funktionieren. Ach du meine Güte. Jetzt stehst du in der Opposition jetzt. Ja, klar. Das heißt, du wolltest gerne hier lang gehen, darfst du nicht, aber jetzt, wenn du hier lang gehst, dann kennen wir unseren Mechanismus wieder, um in diese Gefängnisstellung zu kommen. Welcher Mechanismus ist das? Jetzt greifen wir den Läufer wieder an. Nein. Also. Wir geben einen Schach auf C7. Entschuldigung. Ja, denn jetzt wissen wir wieder, diese Oppositionsstellungen sind immer für uns gewonnen. Und wenn er nach B8 geht, dann ist der Läufer nicht auf der Diagonale und wir kommen wieder in unsere beliebte. Das heißt, im Zweifelsfall immer prüfen, wie es mit diesem Bauernopfer funktioniert. Puh. Je nachdem, ob wir in unsere Gefängnisstellung durch das Bauernopfer kommen oder nicht. Wow. Gut, da haben wir erstmal schon Läufer E2 widerlegt, funktioniert nicht. Läufer F3 können wir im Kopf machen, abkürzen. Da kommt natürlich einfach König E6 und der Läufer kommt nicht mehr auf eine Verteidigungsdiagonale. Stimmt. Das ist relativ einfach. Also bleibt hier nur noch übrig Läufer C2. Wir fangen bei C2 an. Genau, wir haben nur noch diese vier Felder und drei Felder zu checken, weil Läufer H5 im Übrigen ist auch König E6. Das ist gleiche Schema F. Ja. Das heißt, wir fangen mit an mit Läufer C2. Okay. Na gut, dann, ja, was passiert? Dann probieren wir es doch nochmal. Schach. Und dann. Das ist aber richtig, was du sagst, dass du erstmal so denken musst. Schach, 7, kann man ja fast im Kopf machen. Ja. Auf König C7, Bauernopfer geht jetzt nicht, weil der Läufer auf der C-Linie steht. Und König, mach's bitte mal einfach Schach. D7, er muss den machen, weil sonst kommt König D6, gell? Das ist klar. So, und jetzt geht König E6 nicht so richtig wegen Läufer A4. Und wir trinken wieder den Tee. Wir trinken den Tee wieder, richtig. Und ja. D8 funktioniert eben nicht, weil wir eben etwas zu kurz sind. Er kann zwar nicht nach da, aber er kann nach da. Und selbst wir kriegen ihn zwar bis F8, also praktisch bis hierhin, aber eine Linie zu kurz. Wahnsinn, also, Gott. Möglichkeiten hier auszubrechen. Das heißt, unser beliebtes Schema F funktioniert hier nicht. So, im Zweifelsfall, Arne, gibst du immer Schach oder du greifst einen Läufer an. Also greifen wir mal den Läufer an. So, jetzt hat der Läufer eigentlich jetzt nur noch drei Felder. Läufer D1, Läufer B3, Läufer A4. Genau, weil alle anderen Felder funktionieren nicht, aufgrund dessen, dass wieder König E6 so an der Stelle gewinnen würde. Fangen wir mit Läufer D1 an. So, jetzt, Arne, jetzt fängst du an zu überlegen. Du weißt, was du denken musst. Im Zweifelsfall Schach, Bauer nach D7 oder Läufer angreifen. König E6 funktioniert nicht richtig wegen Läufer B3 Schach. Leider. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich den Turm zu der B-Linie rüberbringen würde, würde es Läufer G4 geben. Gut, dann... Es gibt sogar zwei Gewinnideen. Guck mal, Arne, was hier vielleicht auffällig eine ist. Eine Gegenüberstellung. Das bedeutet, wir können den Bauern einen nach vorne ziehen. Oh Mann, ey, das ist aber auch echt so tricky. Das gibt es doch nicht. Oh, ja, das ist super, ja. Hat das jemand von euch daheim gerade gerafft? Wahnsinn. Ja, das ist ein schöner Zug. Und eine andere Gewinnidee ist auch so analog. Wir machen jetzt statt D7, muss ich selber überlegen. Also ich wüsste keine andere Gewinnidee, die reicht mir aus, muss ich an der Stelle sagen. Aber ja. Es gibt mal eine Turm D2, mach bitte mal Turm D2. Läufer auf G4 oder A4, spielt keine Rolle. Mhm. Und jetzt D7. Und dann haben wir auch wieder die alte Abwechslung. Und jetzt kommt ja der Trick König D6. Und jetzt kannst du mit dem König nicht abhauen, weil dann immer Schach kommt. Und du musst wieder in die Opposition. Und dann gewinnen wir wieder relativ einfach. Ja, beim Turm H2. Ja. Das ist die zweite Gewinnidee. Aber die eine reicht ja, D7. So cool. Da hätte ich wieder auch so lange dran geknobelt dann, weil ich ja auch diese anderen Varianten gerade im Kopf habe oder das, was ich gerade gelernt habe. Und auf einmal so eine Sache kommt dann irgendwie nicht in den Sinn. Ist sehr hübsch.
Gut, der Läufer ist jetzt hartnäckig, der geht jetzt nach B3. Ja. Macht Wie er geht es das? hier weiter nach Läufer B3? Ja, müssen wir den Läufer wieder angreifen. Ich würde sagen, mit Turm B2. G3 meine ich natürlich. Genau, denn jetzt drum wollen wir wieder den König nach E6 hieven. Das heißt, Läufer C2, Läufer D1 Funktioniert nicht. funktionieren nicht, Ja. weil dann König E6 kommt. Aber Läufer A4 funktioniert noch und im Zweifelsfall Läufer A2. Das sind die Züge, die wir prüfen müssten, wenn ich mich nicht irre. Richtig, richtig. Ich überlege gerade Läufer A2, den habe ich gar nicht drin, weil er so schlecht ist. Ja, aber die Frage ist, warum? Aber es kann sein, dass ja, so ähnlich, dass vielleicht Turm A3 kommt und dann König D4. Müssen wir mal sehen. Wir machen aber erstmal Läufer A4. Hey, Quatsch, jetzt machen wir Läufer A4 richtig. Genau, Läufer A4, das ist der Nur der hartnäckigste Zug. Hartding. Aber jetzt, Es ist schwer, es ist nicht so einfach. nö, es ist schwer. Ja, dann mach deinen Zug Ist es vorschlagen. Schach, Schach jetzt wieder? Ja, und dann D7. Ah, nee, dann Genau. kommt C7. Nee, nee, dann das ist die T-Trinkstellung, das ist schlecht. Mist, die T-Trinkstellung. Aber jetzt haben wir den Läufer ein bisschen blöd gestellt auf A4. Das heißt, er kann eigentlich nur noch die kleine Diagonale besetzen als Verteidigung. Das heißt, wir könnten König D5 versuchen, oder? Ja, weil der Läufer kommt nicht mehr auf die große Diagonale. Und das ist der große Trick. Und er darf ja nicht nach D7, E8, wie ich am Anfang gesagt habe, weil dann immer Schach kommt und dann das kommende Bauern ins Spiel. Und das Verstehe. ist das Problem jetzt, dass der Läufer jetzt nur noch die kleine Diagonale hat, die kleine Hätte es Verteidigungsdiagonale. auf B5 Oder gehen? König D7 habe ich, glaube ich, drin. Ja, machen wir König D7. König D7? Und jetzt läuft der König einfach weiter. Oder, ja, ich denke, guck mal, was kam jetzt? Schach aus, Schach hatte ich immer gemacht, ja, genau. König wieder D8. Und jetzt greift Ja, er den und Läufer jetzt das hin. Problem, du kannst nicht C6 und E6 verteidigen mehr. So, was macht er jetzt noch? Ja, jetzt gibt es Läufer B5 muss er machen. einziger Zug. Läufer Hey. C2 geht nicht wegen König C6, Läufer D1, da gibt es, Wieder die zwei Schach. müsste man gucken, Schach, Schach, was hat man gesagt? Aber der König steht ein bisschen blöd. Weiß ich nicht, ob das auch korrekt ist. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Wie Ich krass glaube, das die Läufer, alles die haben ist. fast drin. Ach, den habe ich drin, der kam auch. Das ist Wir der prüfen uns hartnäckigste. mal Läufer B5, kommt König C5. Gell? Das ist einfach. Warte mal, machen wir mal Läufer B5. König C5 und du kannst ein König schnelles C5 und D6. jetzt sieht man es ja ganz deutlich, ja, wo will der Läufer hin? Der hat keinen richtigen Zug mehr. Läufer D7, Läufer E8 darf er nicht machen. Der muss jetzt die Verteidigungsdiagonale, ja, Verlassen, der müsste aufgeben. Läufer E2 machen. Läufer D3 geht nicht wegen König C6, ja, ist ein bisschen kompliziert. Also Läufer E2 zum Beispiel und jetzt kommt wieder Schach Und wahrscheinlich, dann ja, D7 und und dann dann ist der Läufer das wieder kommt auf der. dem. Jetzt kommt wieder der Trick, E1 Dame und König D6. Also ist schon ein bisschen kompliziert. Gell? Das kann der König nicht nach E8 wegen Turm E7. Und bei König C8 hast du dann selber rausgekriegt, Arne. Dann kommt dann Turm C7 und dann die sogenannte Gefängnisstellung König B8, König C6, König B6. Klar? Oder Irre. war Ja, es? klar, absolut. Oh Okay, gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Mann. Das heißt, der Läufer darf eigentlich nie auf die E-Linie beim Mittelbauer. Ja, na gut, Ja. Mittelbauer ist der Damenbauer, okay, bei Ja. E-Bauer ist es vielleicht was Ja, anderes. genau. So, das bedeutet, Läufer B5 hätten wir abgehakt. Läufer C2 ist relativ easy, weil dann König C6 kommt. Dann gibt es keinen Schach mehr. Läufer B3 Schach ist genauso easy wie König. König C6 und es gibt keinen Schach mehr. Bleibt Läufer D1 übrig. So, und jetzt kommt der entscheidende Zug. Denke ich, weiß Wir wollen uns mal, dass Arne ihn rauskriegt. Okay. Genau. Denken wir mal logisch. Unser praktisch wichtigste Komponente ist, König E6 oder König C6 hinzukriegen. In beiden Fällen gibt es einen Schach entweder auf A4 oder auf G4 mit dem Läufer auf D1. Und das wiederum bringt uns zu welchem Zug? Ist es Läufer F4, Turm F4, meine ich? Turm F4, warum machst du nicht das Ganze mit dem Tempo? Mit Schach, Schach?
Ach so, mit dem Tempo. Wie? Denkt daran, der Läufer muss die Felder E6, C6 bewachen. Okay. Das war nur von D1 aus. Turm D4? Ja, Ach nee. du bist ein Großmeister. Ja, Sehr Wahnsinn. Ein kleiner Großmeister. gut. Jetzt zum Beispiel Läufer ganz F3. vorhin geht nach C2, dann gehe ich nach C6, gehe dann nach E2, dann gehe ich nach E6. Zum Beispiel Läufer E2, König E6. Und jetzt kommt er zu spät, weil jetzt habe ich wieder mein D7. Ziel erreicht. Hier geht auch Turm H4, das ist Das ist klar. egal, aber ich meine, D7 reicht schon, es ja. ist von der Mechanismus bleibt der gleich. Ja. Zack, Man zack legt und dann Turm wieder. H4. Und war es schwer? Nee, das war eine der leichtesten Stunden, die wir bis jetzt bei Elis Schatztruhe hatten. Das war ja nur 2800er Niveau. Tja, liebe Leute. Ganz ehrlich, das ist natürlich wahnsinnig komplex und selbst ihr musstet da auch ein bisschen überlegen. Aber so ist es nun mal bei Endspielen immer. Also ich kenne da keinen, der nicht da über am Überlegen ist. Aber es gibt Grundkonzepte, Grundprinzipien und die haben wir alle erlernt. Und das seht ihr natürlich auch bei dem Chessbase-Nachrichtenartikel. Da sind wieder die Beispiele, die wir hier genannt haben, auch da. Spielt ihr es selber nach, nutzt die Engine dafür, würde ich sagen. Und ja, gutes Gelingen in eurer Partie, dass ihr mal so ein Endspiel habt. Wie häufig passiert sowas? Nicht häufig, aber es passiert häufiger als Läufer und Springer gegen König, würde ich sagen. Ja, könnte man so sagen. Ich denke, ich hätte auch einmal so ein ähnliches Endspiel gehabt, was ich hätte verlieren müssen, aber mit relativ viel Glück, weil meine Gegnerin Eine einmal, Chinesin, ich ich weiß. weiß, beim Grand Prix, Ja. Grand Swiss vor 2 Jahren, ich glaube, die Stellung habe ich hier sogar auch gezeigt, aber da war sie einmal unaufmerksam und ich habe meinen Läufer auf die richtige Diagonale bekommen. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich der allerschönste aller Erlebnisse, wenn man dann tatsächlich ein Real-Life-Example dann hat, natürlich dafür. So, das war's. Diese Serie ist beendet. Wir sehen uns mit der normalen Elli-Schatztruhe nächstes Mal wieder. Aber vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir so viel Zeit dafür genommen hast. Das war total interessant. Und ich hoffe, wir sehen dich ein anderes Mal bei einer neuen Folge vielleicht wieder. Würde mich sehr freuen. Und euch da wahrscheinlich auch daheim.